Hallo Menschen, trotz leichter Erkältung möchte ich heute Reality-Show von Amelie und Tom rezensieren. Hier geht es darum, dass in einer Fernsehserie ein KZ nachgestellt wird, aber wirklich mit allen auch tödlichen Folgen. Also es gibt Kapos, es gibt morgens Aussonderungen, wer nicht arbeiten kann, es gibt wenig zu essen und die Leute verhungern zum Beispiel allmählich. Also alles drum und dran wirklich. Die Kapos konnten sich bewerben, freiwillig melden quasi, aber die Gefangenen wurden alle einfach auf der Straße oder im Park weggeschnappt. Und ich muss sagen, die Prämisse dieses Buches klingt natürlich an sich furchtbar, aber gerade deswegen für ein Buch eben großartig. Also ich hatte das schon ewig auf meiner Wunschliste, mag Amelie Tromp an sich ja schon und so dystopische Systeme, in denen so etwas möglich ist, auch sehr. Und allein für die Idee dahinter und halt so die typische Schnelligkeit und Würze am Lido Toms würde ich es schon empfehlen. Allerdings gab es diesmal leider einiges, was ich kritisieren muss. Und das erste ist halt leider auch so etwas richtig Großes, was halt das ganze Buch betrifft. Für mich wird an keiner Stelle irgendwie klar, wie das sein kann. Wer denn sowas zulässt, in welcher Gesellschaft wir uns hier befinden? Es klingt eigentlich wie unsere. Es gibt auch keinen irgendwie unterdrückenden Staat im Hintergrund, weil das fände ich noch nachvollziehbar, wenn vielleicht wieder eine faschistische Regierung an die Macht kam oder vielleicht tatsächlich einfach nochmal neue Nazis und die sich diesmal sagen, ja, das inszenieren wir medial, was sie ja damals auch irgendwie schon gemacht haben und sich so ein Feindbild schaffen und das halt im Fernsehen dann verbreiten, das wäre für mich irgendwie nachvollziehbar, aber gar nichts in die Richtung. Das Einzige, was mal zur Politik gesagt wird, ist, als mehrere Gefangene darüber diskutieren, wer denn nun die Hauptschuld an dem Ganzen trägt. Und einer schlägt vor, die Politiker, die so eine Ungeheuerlichkeit nicht verbieten. Und das ist alles, was irgendwie zu Politik, Regierung, Polizei, Menschenrechte oder so jemals gesagt wird. Und das ist halt für mich schon irgendwie ein wichtiges Ding, dass ich nicht nur in eine Situation reingeworfen werde, sondern die auch irgendwie nachvollziehen kann. Und ich mag eben einfach die Dystopien lieber, vor denen ich auch richtig Angst haben kann, weil ich befürchte, sie könnten wirklich irgendwie passieren. Und hier finde ich es halt einfach zu übertrieben. Also Fernsehen wird ja einfach auf die Spitze getrieben, aber es ist nichts, was mir wirklich Angst macht. Jetzt ist es so, dass Amelie Nothomb auch in ihren anderen Büchern nie wirklich eine Weltenbauerin war. Da wird wenig drumherum beschrieben. Aber hier wird es halt für mich zu einem Nachteil. Das zweite spielt eigentlich in dieselbe Richtung. Das KZ-Leben, was ja irgendwie schon wichtig ist, wird zwar ansatzweise beschrieben, also zum Beispiel wann sie wie viel oder eben wie wenig Essen kriegen und diese Aussortierungen, aber eigentlich geht es nicht um die Furchtbarkeiten in diesem KZ, sondern recht schnell kristallisieren sich eben zwei Protagonistinnen auf beiden Seiten heraus und es geht vielmehr um so das Machtspiel zwischen den beiden oder halt allgemein ihr Verhältnis, so die Psychologie dahinter, aber selbst das, muss ich zugeben, kommt mir zu kurz, vor allem auf Seite des Kapos. Bei ihr hatte ich da oft das Gefühl, nicht so ganz nachvollziehen zu können, also ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber warum sie so handelt, wie sie handelt oder was eigentlich Sache ist. Vielleicht hatte ich halt auch einfach falsche Erwartungen. Also es ist definitiv so viel mehr Mediensatire als jetzt irgendwie eine realistische Dystopie oder eventuell eine gute Beschreibung einer neuen Form eines KZs. Oder ich hatte vielleicht auch noch sowas erwartet wie in Richtung Das Experiment, hieß der Film so, in dem auch Leute per Zufall entweder Gefangene oder Gefängniswärter wurden und wie die sich dann auch verändern und wie sie so mit der Macht, die sie zum Beispiel jetzt als Wärter haben, plötzlich ganz andere Menschen werden oder dergleichen. Aber auch das kommt nicht so wirklich vor. Es geht halt wirklich mehr ums Fernsehen. Dazu nochmal ein Zitat. Davon, dass eigentlich zum Beispiel dann die Zeitungen diese Serie kritisieren. Und da steht hier, in den Abendnachrichten ging ein Sprecher auf den morgendlichen Kommentar ein. Je mehr wir über Konzentration sprechen, so heißt die Serie, je mehr wir die Grausamkeit der Sendung geißeln, desto besser läuft sie. Schweigen wäre eine Lösung. Der Aufruf zum Schweigen erzielte in den Medien ein sagenhaftes Echo. Schweigen wir, stand am nächsten Tag in allen Zeitschriften auf Seite 1. Die auflagenstärkste Tageszeitung füllte die ganze Titelseite mit einem einzigen Wort, Schweigen. Und die Radiostationen wiederholten für jeden, der es hören wollte, dass sie nichts, aber auch gar nichts mehr zu diesem Thema verlauten lassen wollten. Die Zuschauerzahlen von Konzentration sprengten alle Rekorde. So, vielleicht, ich hatte schon einiges zu kritisieren. Ich finde die Grundidee aber auf jeden Fall immer noch sehr, sehr interessant. Und ich bin der Meinung, dass man so Nachdenken über Moral durchaus immer gebrauchen kann, auch in Bezug auf Fernsehen. Sie geht auch so ein bisschen auf die Leute ein, die halt sowas sagen wie, ja, das ist ja eine ganz furchtbare Sendung, das ist schlimm oder das ist blöd und die ist dann trotzdem gucken. Auch so eine Sache in unserer Generation, die ich überhaupt nicht mag, wenn Leute sowas sagen wie, ich gucke das ironisch, das hasse ich wie die Pest. Aber die sonst so von mir eigentlich gemochte Kürze Amelie Nothomb hätte in dem Fall
wirklich ein bisschen mehr Ausarbeitung vertragen können, damit es einfach ein bisschen realistischer und auch beängstigender vielleicht wird, weil es so, wie es jetzt ist, meiner Meinung nach so eine Art absurde Parabel ist, die uns halt was lehren soll vielleicht, aber mehr leider auch nicht. Ja. Wie immer könnt ihr mir gerne eure Meinung nochmal unten in die Kommentare schreiben. Ich weiß, dass mehrere es, glaube ich, schon gelesen haben, dass andere Amelie Thom sowieso noch auf ihrer Wunschliste haben. Das hier, ja, wie gesagt, schon ganz gut, aber nicht perfekt. Und ja, ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.